Hallo und herzlich willkommen hier zur Haltestelle hier in Thüringen. Zwei Folgen habe ich leider verbockt. Die sind qualitätsmäßig zu schlecht. Zu viele, hab zu oft gehackt. Ton war schlecht. Aufgrund des schlechten Bildes kann man sagen. Schlichtweg der Datenträger war zu langsam oder der Programm hat zu viel geschrieben. So, jetzt probiere ich mal den alten Modus. Das wird besser so laufen. Ja, das sind zwei Folgen. Da habe ich Silageballen gesammelt und die Richtung 5.1 gebracht zur BGH. Insgesamt drei Anhänger voll. Ein Rest liegt noch da rum. Auf dem Anhänger auch schon. Ne? Und ich fahre jetzt zum Hof, bringe die Ballenpresse weg. Mit dem Rest Pferdegas feucht. Das ist aber sicherlich kein Heu. Aber waren halt nicht alles Gras gezählt gewesen und plus hat er sicherlich einmal auch Pferdegas feucht genommen. Das sind ja normale Silageballen. Aber gut, überwiegend halt ist das Pferdegas Heu feucht geworden und das ist dann eine Silageballen. Die können wir dann in drei Tagen in die BGH reingehen. Jetzt würde ich mal gleich mal diese Ballenpresse wegbringen. Das könnten wir gleich reparieren, die Ballenpresse. Dann nehmen wir einen Düngersteuer und das ist auch nicht meine Ballen, ne? Das ist von Castor. Die Ballen werden nachher wieder verschwinden, wenn wir später in einer Jahreszeit kommen, denke ich mal. Ja, einmal Dünger und Dünger für Feld Nummer 29. Das ganze Feld muss ja gedüngt werden. Denn die Nährstoffe, die wir runtergeholt haben als Pferdegras, muss ja wieder zurück. Leider ist im BGH noch kein vorhanden, keine Gärreste. Wäre auch da recht heftig zu fahren, also. Schwierig ranzukommen, ja, muss ich sehen. Mal vielleicht mal hinkriegen, um da mit den Gärresten zu düngen. Ne? Ja, unser Mais wächst auch. Ja, schön. Der soll ja später. So, ich bin na gut. Zaun ist so leise, ne? Oder ich bin so leise. Also der Aufschlagmodus ist okay. Mal wieder bei mir ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, dass bei euch das gut ankommt. Dann muss ich mal gleich mal eine Probeaufnahme machen oder Probe anhören. Ja, das kann schon sein. Ein CPU ist ja stark belastet, sehe ich gerade so. Da noch zusammenhängt mit diesem Encoder. Und dann muss ich mal probieren, ob ich das nicht gleich wieder runterrenne auf 2K und später mache. Wiederum ist das ein Nachteil beim Video bearbeiten, das dauert ein bisschen länger, denke ich mal. Und hier ist ein bisschen testen, probieren. Ob das testen, probieren macht meist Probleme. Im Grunde sollte man das, was man hat, nicht unbedingt ändern. Ne? So, wo lasse ich die Ballenpresse? In der Halle vorne sind zwei Flügel. Bleibt doch so. Da oben in der Halle. In der einen Halle kommen wir nicht rein. Da den Zug davor. Und ganz ehrlich gesagt würde ich da auch gar nicht so gerne das reinrangieren wollen. Ne? Und hier ist es auch schwierig. Aber wir könnten ja hier durchfriemeln, ne? Und dann. Ja, so sehen wir nichts. Durch ein Dach durch, das wird nichts. Wenn wir sehen, ob wir irgendwie hinkriegen, ne? Also wir haben ja drei Pressen, was ich weiß. Und die von der Krone.
Und die haben über Strohballen gepresst. So. Ach, Nase juckt. Ja, Düngerstreuer schnappen, der war ja vorne eher herum gestanden. Tor zu klein oder das ist die Durchfahrt. Ja, Mistfahrzeug habe ich noch nicht gestartet. Das habe ich nun nicht geschafft. Mir ist mal wichtig, dass wir eine ganze Düngergeschichte erledigen. Ja, so ein Förderband müsste ich für Mist haben. Ne? Ja, das werde ich vielleicht so. Den roten. Die weißen oder was zu hell ist, ist eigentlich für kalt gedacht. Pflegebereich brauchen wir jetzt keine. Weil ist ja beim Pferdegras noch nicht gewachsen. Auch wenn der vielleicht, der hat Pflegebereifung, dann macht er mal nichts. Kann so bleiben. Obwohl, der ist voll Dünger. Jetzt habe ich ja in der Marsch wieder genug Dünger vorhanden. Produktion lief ja fleißig. Jetzt könnte ich bei Gelegenheit mal wieder was herfahren lassen, ne? Zum globalen Markt. Von da abholen. Beim nächsten Mal halt. Wenn ich dann die Türen wieder aufnehme. Immer nächste Woche Dienstag oder so. Dann. Naja, 4000. Ja, gut, zu Boot können wir zukaufen, ne? Das ist ja auch kein Problem. Aber ich mache ein bisschen so Transfer. Praktisch gesehen von Thüringen verkaufe ich für Thüringen verkaufe ich Dünger und Saatgut und Pflanzenschutz. Umgekehrt das Getreide von hier, also Weizen und Gerste Richtung zum Marsch. Auch schon mal Zuckerrüben rüber gefahren. Also symbolisch gesehen im globalen Markt. Und dort habe ich es zurückgekauft, um das geldmäßig ein bisschen auszugleichen. Muss ich aber zahlen, weil ich Retour machen kann. Ne? Das Dünger und Saatgut könnte ich hier auch produzieren zur Not. Und das funktioniert auch. Dünger und Saatgut hier verkaufen geht, glaube ich, nicht. Wäre halt so ungünstig. Ne? Melde einen Frames. Ja, mit einem Frame kann man leben, denke ich mal. Oder ganz neu. Langsam, wahrscheinlich. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mit der Datenträgerleistung. Da nutzt er wieder nur einen Kern, das ist das ganze Problem bei. Also sehr viel. Na gut, anderen Kern haben wir auch benutzt. Denn aufnehmen und spielen mache ich auf verschiedenen Rechnern. Ich will es aber jetzt demnächst probieren, auf einen Rechner zu machen. Weil das könnte mir ein bisschen Stromeinsparung einbringen. Ich habe mal so festgestellt, hier, ich habe mal Strom gemessen hier. Das geht ganz schön hoch, du. Bis zu 800 Watt. Ich kann den Zähler von nicht sehen, weil da unten der ist im Flur. Aber. Da wird schon entsprechend aber auch da sein. Pro Aufnahmesession mit 7 Folgen, 3 bis 4 Kilo schon. Ist schon was. Aber gut, dann habe ich ja vorher auch gewusst, dass das entsprechend so ist, dass man da Verbrauch ist. Ein bisschen reparieren wollte ich das Ding. Gut, muss ich beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder pressen will, mal reparieren vorher. Ja, da müssen die ganzen Fahrzeuge müssen jetzt. Ja, Fahrzeuge müssen schon. Aber ich muss aber jetzt gleich losdüsen und auf Feld Nummer 41 oder 42 die Kleeballen einsammeln, damit ich da auch düngen kann. Richtig, das wollen wir gleich machen. Die 42 oder die 41 könnte, glaube ich, schon gedüngt werden. Müsste eigentlich ein Düngerfahrzeug da oben stehen.
Da können wir bei Gelegenheit leichter ansteigen und dann das machen lassen. Das ist ja ein kleineres Feld, ne? Das ist ja nicht ganz so dramatisch. Jo. Ja, dann mache ich morgen halt weitere Folgen, falls ich irgendwann zu müde werde. Ich will es ja auch nicht übertreiben, ne? So. Erstmal den alten Kurs löschen. Dann Single-Modus gehen. Kursgenerierung, Feld 29. Da machen wir auf 0, auf 1. Ach, sagt gut rechnet, das ist neu. Ah, nicht schlecht, Herr Specht. Leute, das ist interessant. Ja, Vorgänger machen wir 2. Was Neues? Nö. 30 Meter. Kursgenerierung. Ja. Ist immer interessant. Hier muss man aufpassen, dass so ein Kurs nicht durch den Wald geht, ne? Ja. Und hier mal gucken, wenn wir vorher Verband gefahren sind, dass sich hier nichts verstellt hat. Deswegen ist er mal der Band könnte man deaktivieren, aber kann man auch lassen. Jo. Ersten Wegpunkt am Startpunkt enden, fährt er hier zurück. So, gehen wir rauf. Da können wir gleich mal aussteigen. Ja, neue Kursversion. Kursplay-Version. Im Grunde gestern runtergeladen, ne? Wenn man die Zeit genau nimmt. Dann fahren wir Richtung. Feld 42. Deswegen werden wir jetzt nicht zu Hof 1 einfahren mit 3 Ballen, mit 4 Ballen, mit 3, 6. Leute, Zahl, vor Augen, 6, 3, 4, ja, das ist Wahnsinn. Ich komme auf 3, 4, ich weiß gar nicht warum. Hatte schon richtige Zahl im Kopf gehabt. Ja, so eine Spätschicht, lange arbeiten, gut, ich schlafe früh gut aus, zu wenig Schlaf kann ich ja nicht, eigentlich nicht sagen. Aber wie gesagt, jetzt nach 4-5 Tagen Arbeit, das merkt man schon. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ein paar Jahre muss ich noch arbeiten. Aber die Arbeit ist ja nicht so schwierig. Für die schweren Sachen habe ich einen Kran. Und als ich so was langweilig ist, ist er leer. lästig, nicht langweilig, lästig. Da habe ich Gehörschutz. Ohne geht's gar nicht. Wahnsinn, wie viele Scheiben wir haben. Und alles funktioniert, ne? Wahnsinn. Ja, ich muss aufpassen, die Faul ist lang, ne? Da bin ich. Oh, mein Mais! Mein Mais!
Habe ich Fruchtverstärkung ausgemacht? Nee, da ist was kaputt. Verluste, Verluste. Gut, wir konnten noch gut bremsen. Dazu sagen, neue Lenker, neue Bremssystem ist ein Stück besser geworden. Wo ich mit dem alten System auch nicht mehr konnte. Auch viele Jahre gut gedient. Aber ich habe mir doch entschieden, kurzfristig Neues zu kaufen. Gab hier eine Neuentwicklung. Hatte ich immer schon ein bisschen spekuliert, na, kauf oder kauf's nicht. Und Grüße gehen raus. Ja, Reis war kaputt. Ja, was machst du denn? Schenkst du das alte LS-Lenkrad? Wovon ich persönlich nicht begeistert war. Weil es ja irgendwie. Also die Lenkung ist nicht doller in dem Gerät, ne? Gut besser wie gar keine Lenkung, wenn man so, ne? Habe ich überlegt, Mensch, du brauchst ja auch noch einen Karton. Wo kriegst du jetzt einen Karton her? Baumarkt? Ist nicht. Gibt nix. So, ich dann überlegt, Mensch. Mensch, da kaufst du hier was Neues. Und dann kriegst du einen Karton, also extra für bestellt. Außen herum, ne, so ein Kurzkarton, wenn man den Original nicht sehen kann. Und dann hast du einen Karton. Ich meine, gut, dieser Karton war nicht gerade das Beste, kann man sagen. Aber innen drin ist schön noch ein Zweikarton eingepackt. Und schön mit dem Papier, was vorhanden war, genommen. Und dann war das, naja, halbwegs gut verstaut. Und abgeschickt. 3 Tage. Junge, habe ich mir im Preis erschrocken, was das kostet. Aber gut, das sagen wir jetzt nicht, ne? Hat so 8 Kilogramm mit Karton und so, ne? Das war schon. Naja, gut. Inklusive Versicherung fürs Paket. Da hatte ich den überlegt, Mensch, wenn du so ein Paket hast, theoretisch, da sind noch Ballen, dann könntest du ja theoretisch eins verschicken und dann über sagen, es ist kaputt gegangen, kriegst ein neues. Rein theoretisch. Also, nee, das klappt sowieso nicht. Also wenn es geklaut worden wäre oder so, dann kann man sagen, okay, da war was drin gewesen und so wert. Na, jetzt was Neues kaufen könnt, theoretisch, überlegt. Na, ich bin für sowas nicht zu haben. Ich bin kein guter Betrüger, sag mal so, ne? Ich bin zu ehrlich. Und von daher würde ich kein teures Lenkrad verschicken, um ein neues zu kriegen. Gut, wenn das gebraucht, weggegangen wäre. Also im Prinzip hätte das Geld für bekommen. Ja gut, da hätte ich die 100 Euro genommen und hätte gesagt, okay, da lege was zu und kaufe was Neues. Ne? Aber wie gesagt, das hätte für 30 Euro den nächsthöheren Betrag nehmen müssen. Wie in der Versicherung, um 3 Euro zu versichern oder 500 Euro. Ne, hab ich gedacht, nö. Habe ich kurz überlegt gehabt. Überlegt, Mensch. Das kann ja nicht rentabel sein für die Post. In der Theorie. Wenn man das so sein würde und würde kaputt gehen, dann wäre der Versicherungsbetrag viel höher. Und da überlegt, na, wird schon klappen. Warum soll ich, wenn ich mal ein Paket verschicke, wird es gleich kaputt gehen? Kann es doch gar nicht sein. Ziemlich toll. Das soll es halt auch schon vorher gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Ja,
dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Und ja, mal sehen, morgen geht's hier weiter. Klee sammeln und düngen. Tschüss. Und nochmal schön Dank fürs Reinschauen. Tschüss.